Ich habe mich bei der Wiener Städtischen Versicherung über Karriere.at beworben, wo ich auch ziemlich schnell einen Anruf bekommen habe und zu einem Forschungsgespräch eingeladen wurde. Mein Bewerbungsgespräch verlief so, dass sie mich zuerst kennenlernen wollten und dann haben sie mein Verkaufstalent geprüft. Das Gesprächsklima beim Bewerbungsgespräch war ein sehr, sehr positives. Also ich kann mich noch erinnern, ich war extrem nervös, aber nach den ersten paar Sätzen war eigentlich das Eis gebrochen, glaube ich, wage ich jetzt einmal zu behaupten. Und dann ist es eigentlich super gut vorangegangen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch. Die beiden Gesprächspartner waren sehr nett, die Atmosphäre war auch sehr angenehm. Bei meinem Bewerbungsgespräch, ich habe mich davor viel umgehört, ich habe recherchiert, damit ich einfach die Fragen auch beantworten kann, damit ich einfach mich auch reinlese ins Unternehmen. Am besten bewirbt man sich beim Unternehmen, wenn man sich auf guterjob.at einfach bewirbt, dort die Bewerbungsunterlagen einreicht und dann wird man vom Recruiting zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Mein erster Tag bei der Wiener Städtischen war sehr angenehm. Ich konnte die anderen Lehrlinge sehr gut kennenlernen und wir wurden durchs Gebäude mal durchgeführt. Für den Job sollte man Kommunikationsstärke, Leidenschaft und Hilfsbereitschaft mitbringen. Wir sind ein bunt durchgemischtes Team. Also es gibt von Betriebswirten über einen HTL-Absolventen bis zum Maschinenbauer. Es ist quer durch die Bank eigentlich alles vertreten. Die Ausbildung geht auch wirklich sehr, sehr gut im Kundenportfolio auf zum Beispiel. Es ist, wenn man sich für gewisse Bereiche interessiert, kann man sich natürlich auf diese Bereiche auch spezialisieren. Weil zum Beispiel ein HTL-Absolvent, der jetzt vielleicht Maschinenbau oder irgendwas gelernt hat, wird vielleicht lieber einen Kraftwerkskunden betreuen, statt einen Molkereibetrieb als Beispiel. Gefragt bei der Wiener Städtischen Versicherung sind Menschen, die offen sind, zielstrebig und kontaktfreudig. Mein Tipp an dich ist, sei du selbst und lass dich nicht unterkriegen. Man hat sehr viel mit internationalen Kunden auch zu tun. Das heißt, ein gewisses Sprachniveau sollte da schon noch da sein. Ansonsten die restlichen Fähigkeiten kann man sich on the job quasi selbst aneignen. Ich bin stolz darauf, meine Lehre beim größten Lehrlingsausbildner in der Branche absolvieren zu dürfen.